Es wird langsam harmonischer, so Wollitz. Er hat ja wie sein Gegenüber Duda neue Spieler zu integrieren. Hottmann kann mitmachen, der hatte ja Probleme in der Hüfte, aber Tim Heike fehlt bei Energie. Wenn man das Spiel der Lausitzer so anschaut, so ist das ästhetisch, der Ball läuft gut. Aber wir sind bereits in der 18. Minute und das ist die erste Annäherung an Torhüter Zwick. Heißt mit anderen Worten, war wenig los bis jetzt im Poststadion. Es ist ein Spiel für die Trainer. Ein taktisch geprägtes Spiel, weil beide vor allen Dingen in der Defensive sehr, sehr aggressiv sind und vor allen Dingen auch diszipliniert. Der BHK-Trainer Duda sagt ja, wir wollen mehr Balleroberungen, wir wollen immer angreifen. Da kann es sein, dass wir durchaus auch mal weniger Ballbesitz haben. Und dieses immer angreifen, das zeigen sie hier und bringen Cottbus in Schwierigkeiten. Und die Lausitzer mit Fehlern im Spielaufbau. Wir sind in der 25. Minute. Es ist die erste Möglichkeit überhaupt und die sitzt gleich. Krasnitschi, der Neuzugang, der aus Gelsenkirchen kam, nutzt diese Fehler der Cottbusser. Zunächst im Spielaufbau und dann ist Eisenhut nicht nah bei ihm dran. Das war dann gut gemacht gegen die Laufrichtung von Torhüter Bethke. Ja, der verantwortliche Trainer hat eben keinen El Yindaoui mehr zur Verfügung oder keinen Ben Hatira, die 14 Tore bzw. 10 Tore in der letzten Saison erzielten. Halbe Stunde gespielt, Cottbus kommt mit diesem Kopfball von Borgmann, Flanke von Wehling. Und das war die bis dahin gefährlichste Aktion. Und Zwick, sein Torhüter, hat das großartig gemacht. Wenn Sie Platz haben, die Spieler des BHK, dann nutzen Sie den auch. Schneider. Ball wird abgefälscht und logische Konsequenz natürlich Eckball für die Duda-Schützlinge, der ja seinen Trainerschein im Übrigen in Frankfurt noch baut. 45. Minute, zweite Gelegenheit für BHK und wieder ist es Krasnitschi. 2:0, Eisenhut erneut zu spät. Klar mit dieser Vorarbeit hier. Und es steht 2:0. Ecke kam von Susek. Da haben sie ihren Spezialisten. Und groß ist die Freude, denn es geht mit diesem 2:0 auch in die Pause. Wollitz verändert erst einmal nichts. Aber er weiß natürlich, das wird ein großes Brett, was da zu bohren ist. 0:2 im Rückstand. Vielleicht helfen dann Standardsituationen erst einmal nicht. Auswärts, da haben sie ja so ihre Schwierigkeiten. Die Cottbusser haben den Auftakt, den Altklinike, vergeigt mit 0:2. Dann gab es ein 0:0 in Lichtenberg. Da hatten sie Chancen und Chancen, aber sie trafen das Tor nicht. Und so stehen sie eben auswärts ohne Sieg da. Das ist natürlich bei den Ansprüchen zu wenig. Und der BHK verteidigt das sehr, sehr gekonnt, sehr diszipliniert. Und dann suchen sie vorne den 22-jährigen Susek. Und der drückt einfach mal ab. Großartige Parade von Bethke. Also wenn hier der drin ist, dann steht es 3:0. Und dann weiß man nicht, ob Cottbus überhaupt noch einmal zurückkommt. Der anschließende Eckball, der sogenannte zweite Ball, landet bei den Berlinern. Und er beordert seine Jungs zurück. Weiß natürlich, dass Cottbus jetzt mit Angriffen nicht geizen wird. Da kommt schon der Nächste. Zwick ist da draußen gegen Hottmann. Aber der Schiedsrichter pfeift nicht. Kein Elfmeter für die Lausitzer. Den hätten sie gerne. Es gibt Eckball. Aber der findet den Weg ins Tor. 62. Minute. Der Anschluss ist hergestellt. Erster Gegentreffer also für BHK-Torhüter Zwick. Aber es war ein toller Kopfball von Wehling,
Da konnte er auch nicht viel ausrichten. Und natürlich wechselt Wollitz. Er bringt Milde, er bringt Geisler und er bringt Slamar. Hasse, Kujovic und Hildebrand verletzungsbedingt müssen raus. Fast ein All-in, wie man so schön sagt, aber wird es auch helfen für die Cottbusser? 8 Neuzugänge haben sie zu integrieren. Da fehlte natürlich zu Beginn die Abstimmung. Aber die wird immer besser. Aber für Energie wird's auch schwierig gegen diese BAK-Deckung. Die kämpfen da leidenschaftlich. Das hat ja auch Duda noch einmal hervorgehoben, diese Leidenschaft, die sie an den Tag legen. Die Berliner, und er sagt, darum sind wir auch vorne. Aber Leidenschaft, das haben andere auch, die Cottbusser natürlich. Und Wollitz bringt wieder neue. Elbeck kommt und Abu Alfa für Badu. Abu Alfa, der ja gegen Meuselwitz dieses herrliche 4:0 gemacht hat. Also mit dem muss man immer rechnen im Sturm. Eisenhut erkämpft sich den Ball. Aber so langsam läuft Energie die Zeit davon. Vielleicht jetzt diese Möglichkeit. Da haben wir eben Abu Alfa. Und das war das dickste Ding nach diesen ganzen Wechseln von Wollitz. Der schaut auf die Uhr und wir schauen noch einmal auf diese Top-Gelegenheit. Geschickt gemacht vom Abu Alfa dort im Zweikampf. Aber dann großartige Parade von Zwick, der hier dieses 2:1 erst einmal festhält. Nächster Angriff. Energie. Nach der Auftaktniederlage haben sie ja alle anderen Spiele 0 bestritten. Aber hier ein Punkt im Poststadion, das wär's. Aber wenn die Bälle nicht genau genug kommen, dann ist es schwierig. Da ist Wollitz auch unzufrieden. Und der BAK macht nicht den Fehler, dass sie sich nur hinten reinstellen, sondern sie sorgen auch für Entlastungsangriffe. Da haben sie Seaton gebracht, da haben sie Lang ins Spiel gebracht. Und dieser Seaton, der ist schwer zu stoppen, der ist sehr bullig, der setzt seinen Körper ein und nimmt diesen Freistoß natürlich gerne mit. Chance in der Schlussphase noch einmal für den BAK. Das wird nichts, obwohl Seaton da frei stand. Dann ist aber Schluss. Und dann jubeln sie über diesen 2:1 Erfolg gegen Energie Cottbus. Wollitz und sein Team bleibt auswärts weiterhin ohne Sieg. Und es gelingt ihnen nicht, den BAK von der Spitze zu verdrängen.